In Stuttgart protestieren sie gegen ihren Bahnhof, in Berlin gegen ihren Flughafen, in Hamburg gegen die Schulreform, in München gegen Olympia und alle zusammen gegen Gorleben. Die Bürger proben den Aufstand. Aber sie proben ihn eben nur, sie können ihn noch nicht so richtig. Wie denn auch, es sind halt keine Protestprofis. Es gibt den Stadtbürger, Pfahlbürger, Spießbürger, den Besitzbürger, Bildungsbürger und es gibt den Bürger. Was haben wir denn da falsch gemacht? Citoyen und Bourgeois, um jetzt mal ein bisschen gebildet daherzureden. Zum ersten Mal seit mehr als 200 Jahren kommt das beides in Deutschland zusammen und das entfaltet natürlich eine Kraft, die dieses Land verändern wird. Nicht aufs Parlament vertrauen, auf Widerstand von unten bauen. Die Bürger gehen auf die Barrikaden. Aber viele kennen sich da überhaupt nicht aus, wissen nicht, was sie anziehen sollen dabei, haben Angst, runterzufallen. Und es ist ja auch kein Wunder, viele machen das zum ersten Mal. Bildung ist das Schlüsselwort. Und warum sollen nicht Deutschlands Bürger endlich mal von ihren Söhnen und Töchtern in Kreuzberg lernen, wenn sie denen schon das WG-Zimmer bezahlen? Arnulf Baring, Norbert Bolz, die sind da aus anderem Holz. Zum Beispiel, Selbstverwaltung heißt der Trumpf, zieht euch selber aus dem Sumpf. Dann darf ich vielleicht hier ganz kurz mal fragen, wären Sie dabei bei einer Protestkundgebung? Español, hacemos una revolución. Ne? Nicht aufs Parlament vertrauen, auf Widerstand von unten bauen. Bürger, lasst das Glotzen sein, schmeißt der Bank die Scheiben ein. Zu jeder vollen Stunde ist hier wieder Protest, die Demonstration sammelt sich hier. Und hier sehe ich auch noch ein bisschen Protestpotenzial, oder? Bürger, lasst das Shoppen sein, steckt die Sachen einfach ein. Jede Frau und jeder Mann, jeder Mensch so gut er kann. Protest, junge Dame. Vielleicht hier jemand einen Protestchampagner? Gegen Ausbeutung, gegen Hunger in der Welt. Man kann überhaupt nicht genug trinken. Ich nehme direkt mal die Flasche. Wir sind keine Sozialsparschweine. Wir sind keine Sozialsparschweine. Nie, nie, nie wieder Arbeit. Nie, nie, nie wieder Arbeit. Aber was das Wichtigste ist, wie baut man denn jetzt so eine Barrikade? Da sind Sie wieder im Vorteil. Schauen Sie mal in Ihrer Garage nach. Nehmen Sie das Mercedes-SUV. Sie fahren sowieso nicht Offroad. Der Alpha, den Sie Ihrer Frau geschenkt haben, der Mini, den es für Ihre Geliebte gab, kommt obendrauf. Wenn Sie soweit sind, dann kommen Sie endgültig in den Bereich, wo Sie Ärger mit der Polizei bekommen könnten. Deswegen empfiehlt sich Vermummung. Ich habe mal was vorbereitet. Ganz einfach. Und jetzt... Deutschland ist scheiße, wir sind die Beweise. Egal wo, egal wann, wir zünden unsere Autos an. Shampoo, Sekt und Kaviar sind ab jetzt für alle da. So brennen sie die Barrikaden. Und erst wenn das letzte Auto verbrannt ist, werden wir begreifen, dass man nach Stuttgart auch mit dem Zug fahren kann.